Jo Leute, was geht? Heute ist es endlich soweit. Wir können heute endlich Shinonuma in Vanguard Zombies rundenbasiert spielen. Gestern kam der erste Trailer zu Shinonuma raus, wo wir jetzt ein bisschen Gameplay uns anschauen und ich zeige euch noch ein paar Bilder und gebe euch noch mal ein paar Informationen, die bis jetzt noch zu Shinonuma rausgekommen sind, falls ihr neu auf dem Kanal seid und vor allem, falls ihr heute um 18 Uhr den Stream nicht verpassen wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich bin wahrscheinlich schon um 15, 16 Uhr online und dann hypen wir uns für die neue Map. Deswegen schaut gerne bei Twitch vorbei und lasst diesem Kanal gerne ein Abo da, denn es werden jetzt in den Tagen noch ein paar Videos zu Shinonuma folgen und wir gehen jetzt rein in das Gameplay-Material, was wir bis jetzt schon gesehen haben. So, wir sind jetzt hier im offiziellen Season 4 Trailer und hier haben wir auch einen kleinen Part im Zombie-Modus von Shinonuma. Und hier fällt uns direkt auf, dass wir hier wieder die Brunnen haben. Also es gibt keine klassischen Perks, sondern wieder die Brunnen. Und dann muss man da auch wieder mehrmals hingehen, um das Perk dann abzugraden. Und wenn wir den Trailer laufen lassen, sehen wir hier so eine Art Artillerie. Das könnte wieder so eine Score-Streak sein, wie wir das in Cold War hatten. Oder halt irgendeine andere Mechanik, die wir noch in dem Spiel haben. Und hier sieht man schon die Floggerfalle, die wir hier ja auch im Einsatz sehen. Also es sieht echt aus wie damals, finde ich. Also es hat nicht diesen Vanguard-Vibe, dass der Hintergrund so rötlich ist. Und hier sieht man einmal Pack-a-Punch, die Pack-a-Punch-Tarnung. Und die Wunderwaffe, und die kommt jetzt auch gleich nochmal zum Einsatz. Hier sehen wir dann, wie die Wunderwaffe wirkt. Die meisten von euch kennen diese Wunderwaffe wahrscheinlich schon. Diese geht halt über auf andere Zombies und killt dann alle in dem Gebiet. Wirklich eine sehr coole Wunderwaffe. Wir haben hier auch wieder die Sturmkrieger, genauso wie die Zaballas. Diese kommen auch wieder zurück, was natürlich ein bisschen belastend ist. Das sind nämlich ein bisschen nervige Gegner. Und das war schon der Trailer. Also wir haben wirklich nur, ich glaube, es sind 9 Sekunden oder so Trailer für Shinonuma. Trotzdem haben wir noch ein paar weitere Bilder. Ungefähr am Ende haben wir dann auch noch eine kleine Sequenz im Zombie-Modus. Und zwar hier sieht man es von oben. Und hier ist eine Art Altar oder sonstiges, wo die Spieler alle drum stehen. Das könnte vielleicht relevant fürs Easter Egg sein, denn das Easter Egg wird auch sehr wahrscheinlich dann heute um 18 Uhr schon freigeschaltet sein. Das heißt, wir werden versuchen, live on Stream das Easter Egg zu lösen. Schaut also gerne vorbei, versucht mit mir das Easter Egg zu lösen. Das war auf jeden Fall in der Vergangenheit immer eine coole Sache. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dieses Easter Egg auch relativ schnell lösen können. So, jetzt haben wir noch ein paar Bilder zu Shinonuma. Hier einmal das ganz klassische Bild von der Main Hub hier. Ich finde, wie gesagt, ich habe schon, glaube ich, oft genug gesagt, aber ich finde, es sieht halt aus wie ein anderes Spiel. Es sieht nicht so aus wie Vanguard Zombie wegen diesem Hintergrund. Es sieht freundlicher aus. Man erkennt mehr. Das war auch ein Riesenproblem in Vanguard Zombies. Man hat einfach die Zombies selbst hier drinnen auch kaum gesehen, kaum erkannt, weil es so dunkel war, aber in dem Sinne, dass man halt die Zombies nicht gut sehen konnte, weil dunkle Atmosphäre ist hier ja auch, aber ich denke, hier kann man viel, viel besser die Zombies sehen. Wir sehen hier auch ein weiteres Bild, wie die Area aussieht, die wir auch spielen konnten. Hier mit der Floggerfalle. Sieht ganz nice aus. Hier kann man dann die Falle aktivieren. Wird interessant zu wissen, ob wir immer denselben Preis für die Falle bezahlen oder ob das auch bei jeder Benutzung irgendwie teurer wird. Hier haben wir dann ein Bild, was wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Die Storage Area, eine von den Bereichen auf Shinonuma, wo dann wahrscheinlich auch ein Perk sein wird. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir endlich auch einen weiteren Bereich hier auf Shinonuma haben, den wir dann begehen können und wo wir dann einfach wie in alten Zeiten Shinonuma spielen können. Hier haben wir dann, glaube ich, das Fishing Hut, glaube ich, war es. Hier ist wieder ein weiteres Perk und hier ist ein Sumpfgebiet. Ich bin gespannt, ob man hier auch dann langsamer ist wie bei Shinonuma. Es in der Vergangenheit war, dass man, wenn man in diesem Bereich hier geht, dass man dort ein bisschen langsamer wurde und die Zombies dann leichter killen konnten. Hier haben wir dann einen komplett neuen Bereich. Man sieht es, es ist irgendwo hier so ein Loch. Hier ist auch der Pack-a-Punch. Hier ist noch ein Crafting-Table, wo man dann möglicherweise auch Score-Streaks craften kann. Und ansonsten sehe ich jetzt auf dem ersten Blick noch nicht, was es hier gibt. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, auch hier in der Nähe, wo dieser Altar war, wo die Spieler im Trailer drumherum standen, könnte also ein möglicher Bereich für die ersten Steps fürs Easter Egg sein. Jetzt haben wir dann nur noch ein Bild von der Wunderwaffe, die kennen wir hier auch nochmal, die Zaballa, und ich glaube, es ist sogar noch eine zweite Zaballa und ein Sturmkrieger. Das heißt, alle können gleichzeitig da sein und ich denke mal, das könnte auch recht schwierig werden. Hier ist noch ein Sturmkrieger, sehe ich gerade.
Das wird auf jeden Fall sehr interessant, wie schwer die Map dann tatsächlich sein wird. Wir hatten bis jetzt ja nur die rundenbasierte Variante in der Leere auf diesem kleinen Bereich. Das ging halt mit dem Feuerring eigentlich relativ einfach, dort irgendwo in der Ecke zu campen. Und ich bin mal gespannt, wie schwer die Map dann tatsächlich sein wird. Jetzt nochmal ein paar kurze Infos, die ich vor kurzem auf YouTube gepostet habe. Und zwar, wir können jetzt Pack-a-Punch für 5000 Essenzen kaufen, anstatt für 7500. Das ist leider nur auf Shinonuma so, nicht auf den anderen Maps, nicht auf der Anfang und Terra Maledicta. Leider. Ansonsten werden wir auch dynamische Wandwaffenkäufe machen können. Das heißt, dass sich die Waffen also alle 5 Runden upgraden. So war das zumindest in Cold War. Und in Vanguard wird es so sein, dass es alle 6 Runden, glaube ich, so ist. Und dass diese auch Pack-a-Punch 1, Pack-a-Punch 2 und Pack-a-Punch 3 werden können. Denn es gibt ja keine Raritäten für die Waffen, sondern nur Pack-a-Punch-Stufen. Und ansonsten werden wir noch alle 3 Runden ein Herz für den Altar der Pakte bekommen. Und ich glaube auch alle 3 Runden werden die Pakte neu gemischt sozusagen. Ich denke, das wird auf jeden Fall ganz cool, im rundenbasierten Modus dann die Pakte zu benutzen und damit ein bisschen rum zu experimentieren, weil die grundsätzliche Idee davon war gar nicht so verkehrt, aber im Endeffekt war halt die Umsetzung nicht so gut. Ja, und zu guter Letzt noch einmal das wunderschöne Logo, muss ich sagen. Ich finde dieses Logo echt, echt cool für die Map und ich bin auf jeden Fall sehr hyped auf die Map, hab richtig Bock, werde gleich live gehen. Wie gesagt, ich denke mal ab 15, 16 Uhr bin ich live und ab 18 Uhr können wir das neue Update downloaden. Der Content geht live, das hat Charlie Intel auf Twitter gepostet und so war das auch in der letzten Season, dass die Vanguard Season einen Tag früher losgeht. Nur der Battle Pass ist noch nicht live, aber der Content wird live sein und ich werde natürlich auch live sein. Checkt gerne Twitch ab, um nichts zu verpassen. Das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal oder bis gleich in dem Stream.